Get out of here. Stück weit wieder gut machen, indem ich dich zur alleinigen Erbin meines gesamten Besitzes ernannt habe. Hallo und herzlich willkommen, liebe Gruselfreunde, ich bin der Zapp mit meinem Let's Play Obscuritas und wir gehen weiter in dem Gebäude. Wir spielen die Sarah, die ein altes Landhaus geerbt hat und das jetzt hier erstmal durchforstet. Was ist er hier? Sieht aus wie Cäsar, oder? So, jetzt gucken wir mal, was haben wir hier? Wir haben da hinten eine Tür. Hallo. Hallo, einer da. Die Tür ist zu. Hey! Ich will wieder zurück. Wir können nicht mehr zurück. Na gut. Also, gehen wir mal hier systematisch vor. Licht machen. Was haben wir hier? Ah, ein Schlüssel. Na super. Na toll. Warum hat er eigentlich kein Schlüsselboard, wo er alle Schlüssel einfach hinhängt? Das wäre doch viel einfacher. So. Ups, was ist das? Ein Kelch. Drücke E oder die linke Maustaste, um den Gegenstand hier abzustellen. Ja, ich habe den doch gerade genommen. Warum soll ich ihn dann wieder abstellen? Egal. So, Batterien. Ja. Ja, drücke R oder linke, um die Batterien zu wechseln. Sehr schön. Ich kann Batterien auch wechseln. Ja, so. So. Das ist toll. Genau umgucken. Das waren ja die Hinweise. Bitte genau umgucken, damit alles funktioniert. So. Okay. Wir haben uns genau umgeguckt. Gut. Sollen wir mal hier reingehen? Geht das? Nein. Okay. Dann müssen wir jetzt hier reingehen, oder? Achtung. Warte, ich gehe mal hier. Jetzt haut er mir wieder die Tür gegen den Kopf. Wie auch nicht? Ey. Ach so, das ist die Ausgangstür. Ja, da kommen wir logischerweise nicht raus. Da müssen wir hier raus. Oder hier weiter. Warte. Ich will gar nicht wissen, wer da sitzt. Wer sitzt denn da? Die sitzt hier einfach nur, oder? Was ist das? Eine Puppe? Eine Statue? Lebt die? Nee. Ja, ich will das gar nicht wissen. So, was haben wir hier? Nix. Was haben wir hier? Oh, ups, warte. Guck mal, da kann man durchgucken. Da kann man durchgucken. Aber es hilft uns wahrscheinlich wenig. So. Ja, gut, dann gehen wir hier weiter, oder? Hallo? Darf ich da durchgehen? Hm? So viel Zeit muss sein. Das ist im Moment dunkel. Was haben wir hier? Nicht viel.
nicht viel. Boah, wie verwinkelt das hier ist, oder? Guckt euch das mal an. Hier wieder 500 Millionen Räume. Wie verwinkelt. Kann ich hier mal Licht anmachen? Hm, geht so. So richtig hell ist es jetzt nicht. Na super. Der Bär liegt auf dem Boden und pennt. Ah, wieder ein Schlüssel. Wieder ein Schlüssel. So, hier komme ich jetzt nicht weiter. Ich mach mal Licht an. So, jawohl. Kann ich nämlich Taschenlampe wieder ausmachen. Müssen. Batterien sparen. Batterien sparen. So. Die Musik im Hintergrund, oder? Die verheißt auch nichts Gutes. Aber ich sehe jetzt hier erstmal nicht, dass es noch was für uns hier zu tun gibt. Es liegt hier einfach nichts rum. So. Dann gehen wir wieder. Und wir haben ja einen Schlüssel wieder gefunden. Vielleicht ist der das ja, den wir brauchen. Komm, das probieren wir gleich mal aus. So. Also, das war der Raum, wo wir rein konnten, oder? Nö, das war der Raum, wo wir jetzt rein können. Okay, ja gut. Es hat auf jeden Fall was gebracht. So. Was hier? Warte, Licht anmachen. Ah, das nenne ich doch mal Licht. Ja? Das Bild an der Wand sieht dem Raum gegenüber doch sehr ähnlich. Ob das wohl Zufall ist? Nee. Warum soll das Zufall sein? Ah, Streichhölzer. Warum soll das Zufall sein? So. Auf dem Bild sind einige der Gegenstände anders angeordnet. Hat das etwas zu sagen? Nein, das hat überhaupt nichts zu sagen. Ich habe im Übrigen das so eingestellt, dass diese Hinweisstimme kommt. Ja, weil wir wollen das ganze Spiel ja ganz erleben. Man kann das auch ohne diese Hinweise spielen, aber ich habe mir mal gesagt, damit ihr das auch mal seht und hört. Ja, es ist ja Bestandteil des Spiels. Ist da vielleicht eine Idee einfacher? Aber ihr wisst ja, einfache Sachen finde ich toll. So, pass auf. Da steht auf dem Regal was Braunes ganz links, dann eine Vase, dann irgendwas, dann nochmal eine große Vase und dann was ganz Rotes rechts. Und dann ein Stuhl und da hinten steht nochmal was. So. Okay, dann gehe ich jetzt rüber und gucke mir das mal genau an. Also die große Vase steht ganz rechts. Meine Taschenlampe geht gleich wieder. Ne? Ich muss unbedingt wieder Batterien finden. Unbedingt. So, gehen wir erstmal hin. Gehen wir mal hin. Die große Vase steht ganz rechts. Steht sie. So, das heißt, hier steht, was man jetzt von so einer großen Vase halt halten kann. Ja. Habe ich eine große Vase? Hier stand auch was, ne? Warte. Genau, da muss ich auch was draufstellen. So. Was können wir denn hier nehmen? Das können wir nehmen. So. Ich glaube, das stand hier, oder? Plong. Das stand hier. So. Mehr kann ich hier nicht tun, oder?
Mehr kann ich hier weder tun. Wo kriege ich denn diese Vase her? Wo kriege ich diese Vase her? Naja, wir werden sie schon irgendwo finden. Warte, wir gehen noch mal kurz zum Bild. Nee, wir gehen nicht zum Bild. Wir müssen eh erst das Kästchen. Da war so ein Kästchen. So ein rotes. Und wir müssen eh erst die Vase finden. Nützt ja nichts. Du sitzt immer noch schön da. Ja, bleib mal schön sitzen da. Ich glaube, das würde mir gefallen, wenn du da schön sitzen bleibst. So. Okay, also. In dem Raum waren wir schon. Das ist das Jagdzimmer. Dann gehen wir jetzt hier rein. Geht sogar. Tada. Licht? Natürlich nicht. Kein Licht. Aber Streichhölzer. Ja, ich weiß, dass ich mit Streichhölzern was anzünden kann. Aber was? Was kann ich denn hier anzünden? Hier steht eine Stehlampe. Damit kann ich nichts machen. Ein Seil. Hä? Bist du ein Seil? Eine Vase. Ja, die Taschenlampe, die regt mich ein bisschen auf. Die regt mich ein bisschen auf. Ich sehe nämlich überhaupt nichts. Ah, da, das Kästchen. Habe ich gesichert. Melde gehorsamst Kästchen in meinem Besitz. So. Weiter geht's. Melde gehorsamst. Es ist dunkel hier. So, jetzt ist es wieder ein bisschen heller. Okay, da wären wir wahrscheinlich dunkel. Hell. Da werden wir jetzt wahrscheinlich noch nicht durchpassen. Natürlich nicht. Okay. Ich bin immer noch ein bisschen, wo finden wir denn die eine Vase? Wo finden wir die eine Vase? Boah, die Batterien halten auch nichts aus. Wir haben noch zwar welche, aber da müssen wir echt haushalten mit. Gibt's ja gar nicht. So, das gibt's doch gar nicht. So. Hier ist aber tatsächlich nichts, oder? Das hatten wir schon mal, dass hier nichts ist. Wir hatten schon mal deutlich herausgefunden, hier ist nichts. Muss doch irgendwo sein, die Scheißvase. Irgendwo muss es sein. Oh, die Taschenlampe ist fertig. Ist krass fertig. Aber ich will noch nicht die Batterien wechseln. Wer weiß, wofür wir die noch brauchen. So. Mädel, hast du hier noch eine Vase rumstehen, die ich brauche? Nö. Da auch nicht. Die kann ich auch nicht nehmen. Dann gehen wir wieder. Dann gehen wir wieder. Die Lampe ist... Ich sag nix. Ich sag nix. So. Ist hier noch eine Vase, die ich mitnehmen kann? So, da kann man das ganz gut sehen. Das sieht aus wie so ein Pokal, oder? Hier dieser Kelch, den haben wir ja da abgestellt. Den Kelch, der muss auf den kleinen Beistelltisch. Und die Kiste, die muss ganz nach links. Okay, dann gehen wir nochmal rüber, gucken. Gehen wir nochmal gucken. So. Also, der Kelch steht da. Und es muss hier
Kästchen hin. Aber das hier, hier fehlt noch, da fehlt noch eine Vase für diesen Platz. Wo kriegen wir die her? Wo kriegen wir die her? Das muss eindeutig... Ey, jetzt knarzt mal hier nicht so rum. Hier ist auch nichts. Ich gehe nochmal gucken. Eindeutig. Ja, seht ihr? Rechts neben dem roten, da steht so eine große Vase. Also auf der rechten Seite, links neben dem roten. So ist es genauer. Okay. So, wir müssen auf Vasensuche gehen. Nützt denn nix? Nützt nix. Wir brauchen sie. Also. Hier wieder rein. Irgendwas haben wir übersehen. Hier ist keine. So. Vielleicht haben wir hier ja auch einen Raum übersehen. So, wir gehen mal hier rein. So, haben wir hier irgendwas übersehen? So, wo ist hier eine Vase? Ne. Aber die stand ja hier im Schrank, stand das Kästchen, oder? Warum steht denn da nicht die Vase mit dabei? Gibt's da gar nicht. Gibt's hier gar nicht. Warum liegt da ein Seil? Fragen über Fragen. Da komme ich nicht weiter. Also, wenn ihr sagt, es ist dunkel, dann muss ich euch da... Da ist sie! Hier neben dem Telefon. Hier ist sie. Yeah, hey, komm mit. Ich brauch dich. Ja. Tada. Wir haben sie. So, pass auf. So. Ich kann mir nicht merken, wo das jetzt war. Ne, hier war das Bild. Das Bild. So. Da muss die jetzt hier hin, oder? Hier. Klong. So. Und nu? Was jetzt? Was jetzt, meine Freunde? Jetzt haben wir alles so gemacht. Ist hier irgendwas passiert jetzt? Kästchen? Links steht alles so, wie es in dem Bild war, oder? Lichtschalter? Habe ich vorhin gar nicht gesehen. Hätte ich den auch noch früher anmachen können, oder? Naja. So. Also, ich glaube, dass... Komm, wir gehen nochmal gucken. Das muss jetzt so sein. Geht gar nicht anders. Wir gehen nochmal eben gucken. Die Klappe ist auf und da liegt ein Schlüssel. Sehr schön. Sehr schön. Okay. Es könnte ja sein, dass das jetzt der Schlüssel für die letzte Tür ist, die wir noch nicht geöffnet haben. Also, gehen wir weiter. Sie sitzt immer noch da. So. Gehen wir hier in den dunklen Flur und schauen, ob wir jetzt hier die Tür aufkriegen, oder? Geht das jetzt? Ja, es geht.
damit sind wir im nächsten Raum angekommen. Haben wir überhaupt hier Licht? Ey, knarz hier mal nicht so. Das ist hier sehr dunkel. Ja, meine Freunde, wie es weitergeht, wie es hier weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst oder auf den Abo-Button drückt. Bis dann, euer Zapp. Oh Gott. Get out of here.